Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, wir debattieren heute den ersten innenpolitischen Antrag der FDP-Fraktion. Und in so einer Premiere steckt ja eine große, der AfD-Fraktion. Und in einer derartigen Premiere steckt ja eine große Chance. Die Aufmerksamkeit ist groß. Sie könnten unter Beweis stellen, dass Ihnen tatsächlich an einer ernsthaften, alternativen Lösung für politische Problemstellungen gelegen ist. Ich kann Ihnen nur zurufen, mit diesem Antrag ist diese Chance kläglich vertan. Der Antrag ist populistisch, er ist weltfremd, abwegig und ich sage auch ganz deutlich zynisch. Mit wem, mit welchem Vertragspartner in Syrien wollen Sie tatsächlich ein Rückführungsabkommen abschließen? Mit Assad, mit Bashar al-Assad? Herr Dr. Baumann, Sie haben selbst ihn als Diktator bezeichnet. An den Händen von Bashar al-Assad klebt das Blut von Hunderttausenden von Menschen. Und es tobt nach wie vor aus meiner Sicht die größte humanitäre Katastrophe auf unserem Globus in Syrien. Es sind über die Hälfte der Syrer auf der Flucht oder vertrieben. Viele davon außerhalb des Landes geflohen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nach wie vor kämpfen täglich Milizen, Terrormilizen, Rebellen, Oppositionelle, die freiheitliche syrische Armee mit dem Assad-Regime. Und ich sage hier ganz deutlich, es ist vollkommen abwegig, zum jetzigen Zeitpunkt nach Syrien Rückführungen zurückzuführen. Und wenn man dann in Ihrem Antrag liest, dass Sie auch davon ausgehen, dass ein Vertragspartner auf syrischer Seite glaubhaft versichern könnte, dass die zurückgeführten Personen in sichere Gebiete gebracht werden, dass sie mit dem Nötigsten versorgt werden, dass sie nicht gefoltert und nicht verfolgt werden, dann kann man nur sagen, das ist Sarkasmus pur. Meine sehr verehrten Kolleginnen. Herr Mayer, Entschuldigung, ich habe auch die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn Curio? Selbstverständlich, sehr gerne. Ja, Norbert Kleinrichter ist mein Name. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Mayer. Entschuldigung. Und das wäre auch eine Frage an Frau Amtsberg gewesen. Sie haben jetzt den Begriff Rückführung verwendet. Rückführung entspricht ja Abschiebung. Ich weiß nicht, ob Sie die Formulierungen in dem AfD-Antrag richtig gelesen oder verstanden haben. Da geht es um ein Abkommen zur Förderung der Rückkehr von syrischen Flüchtlingen, die hierher gekommen sind. Denn das ändert, glaube ich, Ihre Argumentation schon erheblich. Also haben Sie wirklich diesen Unterschied zwischen diesem Rückkehrabkommen und der Rückführung, die Sie argumentieren, tatsächlich inhaltlich erfasst? Herr Kollege, ich habe Ihren Antrag sehr intensiv gelesen und mit großem Schaudern zur Kenntnis genommen. Und wie ich argumentiere, das müssen Sie schon mir überlassen. Ich kann Ihnen nur deutlich sagen, sei es zwangsweise Abschiebungen oder sei es die Förderung von freiwilligen Rückkehrmaßnahmen nach Syrien, dies ist derzeitig vollkommen abwegig und weltfremd. In einer Zeit, in der zwar, und Sie haben es ja geflissentlich übergangen, 600.000 Syrer freiwillig zurückgekehrt sind, aber im gleichen Zeitraum, in den ersten 7 Monaten dieses Jahres, 800.000 Syrer wiederum vertrieben wurden. Und selbst von diesen 600.000 Personen, die freiwillig in ihr Land zurückgekehrt sind oder innerhalb des Landes in ihr Heimatdorf zurückgekehrt sind, sind wiederum 10% im Anschluss sofort wieder vertrieben worden. 40% davon haben keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung und zur Wasserversorgung. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Fraktion benötigt keine Nachhilfe darin, dass wir natürlich eine klare Auffassung dahingehend haben, dass der Flüchtlingsstatus nur so lange anerkannt wird, solange der Fluchtgrund auch tatsächlich anhält. Und natürlich ist es richtig, dass in regelmäßigen Abständen auch überprüft wird, ob der Fluchtgrund noch tatsächlich vorherrscht. Und ich bin dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch dankbar, dass es sogar vor Ablauf der gesetzlichen Fristen regelmäßig diese Überprüfung vornimmt. Die Widerrufsprüfungen werden deutlich intensiviert. Ich bitte aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das europäische Recht klare Vorgaben macht an die Feststellung, ob sich die tatsächlichen Umstände geändert haben. Es gibt einen weiteren Frage- oder Bemerkungswunsch aus der AfD-Fraktion. Lassen Sie das zu? Gerne, ja. Bitte. Mein Name ist Jens Mayer. Herr Mayer, befürworten Sie Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen, die ja nur temporär aufgenommen werden sollen nach Ihrer Aussage? Herr Kollege Mayer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Frage, weil sie mir die Möglichkeit gibt, doch auch noch sehr ausführlich auf das Thema Integration einzugehen.
weil es mir hier wirklich auch in entscheidender Weise darauf ankommt, dass wir deutlich differenzieren. Der Teil der syrischen Migranten, die als Flüchtlinge anerkannt sind, nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die sind in unser Land zu integrieren. Und da wird auch sehr viel unternommen, das sage ich auch ganz deutlich. Allein die Bundesrepublik Deutschland, allein der Bund gibt in diesem Jahr über 600 Millionen aus, um Integration vor Ort durchzuführen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir den Menschen, die ein dauerhaftes Bleiberecht haben, auch die notwendigen Integrationsmaßnahmen zur Seite stehen. Ich sage nur, um hier, ich bitte Sie auch noch, die Frage auch bis zum Ende auch sich anzuhören und auch noch stehen zu bleiben, weil ich nämlich jetzt zur Differenzierung komme. Die Personen, die keinen Flüchtlingsstatus haben, die nur kurzfristig anerkannt sind als subsidiär Schutzberechtigte, da muss man mit Sicherheit auch differenziert herangehen in der Fragestellung, ob Integrationsmaßnahmen und wenn ja, welche Integrationsmaßnahmen angebracht sind. Also ich fordere zu einer starken Differenzierung auf, auch gerade bei der Frage, für welchen Personenkreis sind welche Integrationsmaßnahmen der richtige Ansatz. Nur so wie Sie vorgehen, pauschal hier populistisch zu insinuieren, dass mittlerweile die Rückkehr nach Syrien gefahrlos vorzunehmen ist, das halte ich für vollkommen abwegig. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe, bevor die Frage gestellt wurde, noch einmal auf das europäische Recht abgehoben. Bei dieser Feststellung oder bei dieser Überprüfung, ob der Fluchtgrund tatsächlich noch anhält, sind die Umstände so zu evaluieren und so zu überprüfen, ob sie dauerhaft oder erheblich sich geändert haben. Eine vorübergehende Änderung der Tatsachen rechtfertigt noch nicht den Widerruf des Flüchtlingsstatus. Und deshalb ist es sehr wohl notwendig, dass wir noch gehörige Zeit abwarten, um feststellen zu können, ob sich die Sicherheitslage in Syrien tatsächlich nachhaltig, dauerhaft, verlässlich geändert hat. Heute ist mir das bei weitem noch viel zu unsicher und viel zu fragil. Und deswegen kann ich für die CDU-CSU-Fraktion nur sagen, diesem populistischen und vollkommen weltfremden Antrag der AfD-Fraktion ist eine klare und eindeutige Ablehnung zu erteilen. Das Wort hat Dr. Johann Wadepohl für die CDU-CSU-Fraktion.